Hallo und willkommen zurück zu Lego Harry Potter Collection. Jahre 1 bis 4. Heute machen wir das Level Flohpulver auf 100%. Heißt, wir holen uns wieder die ganzen Münzen für den wahren Zauberer, drei Charaktere, die vier Wappenteile und den Manny-Kicken in Gefahr hier. Ja, hier sieht man ja oben schon, ich habe schon einen Charakter geholt, aber der war auch easy zu bekommen. So, natürlich brauchen wir hier wieder auch einen Schwarzmagier, nehmen wir den mal wieder mit. Und ab geht die Post. So, fangen wir doch gleich mal an hier. Hier sehen wir ja schon ein paar von diesen Gnomen. Die müssen wir ein bisschen schleudern. Zack. Davon brauchen wir insgesamt 6 Stück. Warte mal, wir sammeln hier schon mal noch ein paar Blümchen ein. Blümchen sage ich. Ein paar Münzen. So, dann nehmen wir doch gleich den nächsten. Hallo? Lup. Ab in die Waschmaschine. Oder Trockner. Wieso geht denn der immer da wieder hin? Und zack. Autsch. Ah, wir haben weggestoßen hier, der Motorrad. So, natürlich die ganzen Münzen immer noch einsammeln. Dürfen wir nicht vergessen. So, hier haben wir den nächsten. Und weg mit ihm. So, nächste Gnom. Einmal rein ins Wasser. Nein, nicht verschwinden. So, und der letzte Gnom ist hier. Fallen wir uns auch gleich mal. Und einmal rein in den Korb. Und da haben wir das erste Wappenteil. Und komm her. So. Okay, das brauchen wir eigentlich nicht. Das brauchen wir. Die Hermine. Da brauchen wir schon mal die Katze. Die muss hier da was ausgraben. Und dann haben wir George Weasley. Unser erster Charakter hier. Nein. Bauen wir euch mal zusammen hier. So, jetzt haben wir hier ein Gefährt. Da hocken wir uns mal rein. Hier müssen wir mal gucken, wie. Ah, geht automatisch. Okay. Wir müssen nur gucken, dass wir auch die Münzen dann noch mit
einsammeln. Ja, siehst du, da haben wir schon ein paar verpasst. Müssen wir gucken, was wir die einzeln machen. Dann müssen wir die Karotten hier in die Luft jagen. Insgesamt 7 Stück. Oh, sorry. Gib mir die Münzen. Da auch noch ein paar. Jawohl. Nummer 4. Und die nächsten 3 haben wir hier. Mal hier. Zack. Ja, am wichtigsten ist, dass wir erstmal dann die Goldmünzen sammeln. Zack. Und dann nehmen wir noch hier die letzte Karotte. So. Und da kriegen wir unser nächstes Waffenteil. So, hier haben wir gerade gesehen, gab es noch lila eine Münze. Das packen wir mal zusammen hier. Lop. Wofür haben wir das nochmal gebraucht? Müssen wir mal gleich gucken. Das Auto kriegen wir nicht kaputt. So, dann gehen wir einmal hier rein. Geht das überhaupt? Na? Eigentlich müsste man hier reinkommen. Hm. Gucken wir mal. Gut, eigentlich sollten wir hier reinkommen, aber irgendwie will er hier nicht rein. Warum? Haben wir was übersehen? Aber warum kommen wir hier nicht rein? Eigentlich sollten wir hier reinkommen. Komisch. Was übersehen? Weil hier geht die Geschichte weiter. Aber eigentlich sollte man hier noch reinkommen. Das finde ich jetzt merkwürdig. Komisch. Hm.
Na gut, finde ich auf jeden Fall sehr merkwürdig. Aber jetzt kommen wir nämlich auch nicht mal rein, wieder da raus. So, haben wir den Wasserhahn da dran machen. Na du Eule. Ist hier irgendwas, was wir noch hier kaputt machen können? Ja, ein paar Münzen. Münzen nehmen wir gerne mit. So. Hätten wir das. Das war jetzt der... Ach, wir kommen noch mal raus. Okay. Gut zu wissen. Aber wir kommen hier nicht rein. Das muss auf jeden Fall irgendwie ein Fehler sein, weil hier sollte man eigentlich reinkommen. Na gut, vielleicht erst nachher. Machen wir hier erstmal weiter. So, moin. Was hast du da für mich? So. Okay, warte mal. Müssen wir da überhaupt was machen? Oh, jetzt sind wir ein weiter. Das hatte ich eigentlich jetzt nicht vor. Na gut, wir machen erstmal soweit alles fertig. Dann machen wir hier jetzt eine etwas längere Folge raus. Dann gucke ich mir das nachher nochmal an. So, hier haben wir den Kollegen befreit. So. Sind wir in der Kiste drin, ne? Da brauchen wir Wingardium Leviosa. Und hier haben wir das nächste Wappenteil. Können wir noch was kaputt machen? Ne. Mehr gibt es hier, glaube ich, auch nicht. So. So viel in der Story hier weitermachen. Oh, warte. So, hier haben wir einmal was. Das ist Arthur Weasley. Unser nächster Charakter.
Die Münzen haben wir eigentlich auch bald fertig. Hier gibt's nichts, ne? Den können wir nichts machen. Okay. So, erstmal hier das Bild sauber, beziehungsweise den Spiegel. Da sehen wir nämlich jetzt, dahinter ist ein Griff, wo man ziehen kann. So, wir dancen ein bisschen rum, dafür kriegen wir ein paar Münzen. Okay, das war's aber dann auch schon hier, ne? Jo. Kann der eigentlich auch ziehen? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann nehmen wir halt Hagrid. Der packt das auf jeden Fall locker. Hier ein Schwert. Packen wir hier rein, damit er sich wehren kann. Oder nicht? Hat er gepackt. Dafür kriegen wir seinen Schlüssel und kommen hier raus. Weil mehr können wir hier eh nicht mehr machen. Zack. Kriegen wir noch ein bisschen Münzen. So, jetzt sind wir hier auch schon kurz vor Schluss, ne? Jetzt haben wir noch so viele, so viele Münzen ein, wie es geht, dass wir dann wenigstens noch den wahren Zauberer bekommen. Okay. So. Und das dürfte es gewesen sein, ne? Ah, noch nicht ganz. So, Hagrid. Das nochmal. Jawohl, ja. Und jetzt dürfte es eigentlich gleich anfangen. Ja, da haben wir es doch. Wahrer Zauberer. So, da oben haben wir noch ein Wappenteil. Ich muss jetzt nur gerade mal gucken, was uns noch fehlt. Ein Charakter fehlt uns, glaube ich, noch, ne? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ey, Spinne. So, machen wir erstmal das Tor hier kaputt. Dann machen wir daraus eine Treppe. So kommen wir jetzt auch an das letzte Wappenfall ran. Zack, hätten wir das schon mal. Gut, und dann sind wir eigentlich auch schon durch, ne? Würde ich sagen. Hier hätten wir jetzt den Harry Potter, den anderen Charakter, gekriegt. Den ich hier schon habe. Und dann sind wir hier auch schon durch. Jetzt nehmen wir noch einen Hagrid, machen hier das Tor auf und sind fertig. So, jetzt gucken wir gerade mal. Den Weasley haben wir. Den anderen Weasley. Ne, wir haben doch alle.
Anteile. Wahrer Zauberer. Und den Schülern Gefahr haben wir auch. Ne, dann habe ich mich vertan. Da kann man das doch nicht machen. Gut, dann haben wir es doch auf 100%. Ja, wunderbar. Dann brauchen wir doch keinen Durchgang mehr machen hier. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge machen wir dann das nächste Level auf 100%. Bis dahin. Ciao, ciao.